all die Waffenlieferungen, und Deutschland ist in Europa der größte Waffenlieferant, all die Waffenlieferungen haben nicht dazu geführt, dass das Ende des Krieges wahrscheinlicher geworden ist, von einem Sieg der Ukraine ganz zu schweigen, sondern die Front verschiebt sich zu Lasten der Ukraine. Das weiß auch Selenskyj, und vielleicht auch deshalb hat er auch nach Ansicht vieler internationaler Beobachter jetzt die Strategie, die NATO in diesen Krieg hineinzuholen. Er hat das immer wieder auch teilweise relativ deutlich gemacht. Er damals, es ist schon länger her, als eine ukrainische Rakete sich nach Polen verirrt hat, zunächst mal die Falschinformationen kursieren ließ, das sei eine russische Rakete. Und er hat vor allem, und das sehen wir mit großer Sorge, und das war auch mit einer der Gründe, warum wir uns heute nicht beteiligen wollten, er hat in den letzten Wochen zweimal das russische Frühwarnsystem für die Nuklearstreitkräfte angegriffen. Dieses Frühwarnsystem ist ein strategisch wichtiges Element des globalen Gleichgewichts. Und dieses Frühwarnsystem anzugreifen, heißt, man spielt mit der Gefahr eines globalen Atomkrieges. Wir halten das wirklich für völlig unverantwortlich. Wir sehen auch sehr kritisch, dass immer mehr junge Männer, die nicht an der Front ihr Leben verlieren wollen, jetzt mit ziemlicher Brutalität in diesen Krieg rekrutiert werden, eingezogen werden, weil wir schon in den letzten Reden, die Herr Selenskyj auch in anderen europäischen Parlamenten gehalten hat, genau das wahrgenommen haben, dass es hier keine Bereitschaft gibt, zu versuchen, und zwar mit allen Mitteln zu versuchen, dieses furchtbare Sterben zu beenden, sondern im Gegenteil, sämtliche Versuche einer Vermittlung zurückgewiesen werden. Heute hat er Deutschland aufgefordert, mit ihm, also mit der Ukraine, gemeinsam den Aggressor zu vernichten. Auch von liquidieren war die Rede.